Liebe Fisch- und Fangleser, mein Kollege Markus Heine und ich möchten Sie in den nächsten Minuten an zwei dänische Top-Reviere führen. Zuerst geht's an die Skanderborgseen. Diese liegen im Herzen Dänemarks bei Aarhus und sind für Fried- und Raubfischangler eine heiße Adresse. Es ist Anfang November und am ersten Abend versuchen wir gemeinsam mit Guide Preben unser Glück beim Schleppen mit Wobblern. Doch es lässt sich kein Räuber blicken. Aber die Abendstimmung entschädigt uns für die ausbleibenden Bisse. Am nächsten Morgen liegen dicke Nebelschwaden über dem See. Nachdem die Kunstköder gestern keinen Räuber betören konnten, setzen wir heute auf Köderfische, die wir an der Posenmontage hinter dem Boot herschleppen wollen. Dann durchpflügen die Posen die spiegelglatte Wasseroberfläche. Die Spannung steigt. Nach etwa einer halben Stunde verneigt sich Markus Rute. Er glaubt, einen halbstarken Esox gehakt zu haben, denn der Fisch kommt zunächst bereitwillig mit ans Boot. Doch Markus sollte sich täuschen. Boah, ist das ein Körper. Ein Riesenhecht. Halt ihn fest, du. Boah. Jawohl! Yes. Petri, heil! Petri, dank! Oh. Super, Markus, ein fantastischer Wahnsinn. Fisch. Wahnsinn, der erste Fisch hier und dann so ein Riese. Unglaublich. Petri, heil! Petri, dank! Schön dunkel gezeichnet und die kämpfen hier wirklich fantastisch. Der war ganz vorne im Maul gehakt. Gut, dass das alles noch gehalten hat. Oh. Wahnsinn. Im Laufe des Tages erwischen wir noch zwei weitere Hechte bis 90 cm. Kurz bevor wir das Angeln beenden wollen, verschwindet meine Pose. Der Räuber setzt sofort zu einer rasanten Flucht an. Oh ja, das ist gut. Scheiße, dann hol die doch mal schnell rein, die andere. Da können wir es nicht mehr verhindern, dass er die andere Sehne kreuzt. Yes! Oh. Oh. Petri, oh. Heil! Boah. Oh, der Abschiedsfisch! Fantastischer Fisch! Bye bye!
So, jetzt hat bei unserem Hechtdrill noch ein Zander den anderen Köderfisch geschnappt. Ja, die Ruten hatten sich ja vertüdelt. Und der Köderfisch hing noch drin und eben wollte ich einholen und denke, Mensch, da ist doch was dran. Ja, ein schöner Stachelritter.